Hallo YouTube, wir haben 8 Uhr früh, ich bin ein bisschen müde, aber ich hoffe, das stört euch nicht. Heute zeige ich euch die fertige Achterbahn und ja, ich habe darüber ja mal ein kleines Video gemacht, wo ich ein bisschen weitergebaut habe. Jetzt ist die fertig geworden, vor einer Woche oder so. Und da habe ich gedacht, hey, mach doch mal ein Video darüber. Danach habe ich, ja, oder mache ich jetzt gerade das Video und ich will euch dann mal alles so erklären. Also man startet hier, Eingang, also ist Eingang, ist ja Minecraft, stellt es hier drauf, steckt ein und drückt den Knopf, dann fällt man erstmal hin bis zum Eingang. Dann sind wir hier angekommen und dann kann man sich halt eine Position aussuchen, zum Beispiel hier, und das zeige ich euch aber erstmal gleich. Jetzt zeige ich euch den Raum, und zwar kann man damit die Redstones halt an- oder ausschalten. Mich würde mal sehr interessieren, wenn ein Achterbahn-Mod rauskommt, womit man dann halt weitere Achterbahnen baut, die man auch aneinander hängen kann. Wenn man einen Start drückt, die dann alle auf einmal losfahren. Und ja, weh, so starten die ja nicht. Okay, das ist die Bahn. Ist ein bisschen Schnee drauf gelandet, aber ist ja nicht so schlimm. Diese Achterbahn hat ungefähr 3 bis 4 Tage Mühe gekostet, allein die ganzen Dinger einzubauen. Ich weiß, das kann man mit Volt Edit machen, aber man muss auch ein paar Feinheiten beachten, ne? Ja, das war's. Dann müsste der Typ da eigentlich Stopp drücken jetzt. Ist aber keiner da. Das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr noch irgendein Wunsch-Tutorial wollt oder irgendwas, was ich bauen könnte für euch, was ich euch zeigen könnte, wie man sowas baut, einfach in die Kommentare schreiben oder einfach eine Nachricht schicken. Über ein Abo wäre nice. Einfach abonnieren, kostet nichts. Ich würde mich sehr, aber wirklich sehr darüber freuen, über ein Abo. Momentan habe ich 13 Abonnenten. Ist eigentlich nicht gerade viel, aber auch nicht gerade der wenigste. Ja, bis bald.